Stefan, bück dich mal, dir ist was runtergefallen. Da kannst du das Abseits aufheben. Boah, ey, was ein zweiter Spieltag in der Bundesliga. Hast du das bei sportwetten.de getippt? Hast du mal richtig einen am Helm, aber ordentlich was auf dem Konto. Christian und Aki, lauft ihr eigentlich nebeneinander, weil der eine die Kippen und der andere das Feuerzeug in den Stutzen hat, oder was? Mann, ey! Eigentlich wollte ich die Woche gar nichts erzählen über Schalke. Aber S04, dagegen ist das Sommerhaus der Stars ja die Tagesschau. Da hebt dem Uth im Fünfer die Hand, weil er gegen Bremen das Abseits aufheben will. Ist dem die Freiheitsstatue oder was? Andi, bist du dem Ralf Möller? Wir sind hier in Minute 5, ey, und der ist schon am Pumpen. Naja, besser als auf Schalke, ne? Da rotzt der Osan, schießt mich tot an dem Werder-Spieler direkt vor die Füße, sagt noch, dem war keine Absicht. Genau, wie damals bei Reikert und Völler, ey. Da saß beim holländischen Lama die Zunge aber auch richtig locker, ey. Was willst du jetzt machen auf Schalke im Training? Komm, wir machen mal Tierraten. Qualle. Geil war den David Wagner vor der Entlassung. Ich bin noch Teil der Lösung. Dem habe ich auch mal gesagt, ey, im Chemieunterricht als Schüler, da habe ich einen falschen Topf mit Flüssigkeit gegriffen, da war ich auch Teil der Lösung. Ich sage, dem Wagner hat das alles extra gemacht. Ne? Er war Trauzeuge von Jürgen Klopp, der Kloppo hat ein Dortmunder Herz und dem liegt ja auch viel daran, dass Schalke nochmal ganz unten in der Zeche anfängt. Hey! Andi! Boah, ey, der ist so hohl, der hat sich jetzt einen Sakko gekauft, dann ist er bei uns in der Raucherkneipe, kam er 3 Stunden raus und hat gesagt, jetzt habe ich ein Smoking. So, jetzt wird dem Baum neuer Trainer auf Schalke. Ja, da hoffe ich mal, der hat einen dicken Stamm, ne? Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Auf Schalke kannst du dir ausrechnen, wie das ausgeht. Ich hätte ja Thorsten Legert genommen. Der hat damals schon auf eine Frage gesagt, Herr Legert, wie sind Sie eigentlich zum Fitnesstraining gekommen? Immer Kastroper Straße rauf. Eins steht auf jeden Fall fest, für Schalke bleibt jetzt jahrelang Konstanz einfach eine Stadt am Bodensee. Ey, Schiri, sind wir beim Stierkampf oder was? Oder warum sehen hier heute alle nur rot? Und bei den Bayern sind alle platt. Ja, wäre jetzt jedenfalls Oktoberfest und die hätten einen gesoffen, dann würde ich das jedenfalls verstehen. Konstantin! Unser Konstantin, richtig beliebt bei uns in der Mannschaft, trinkt nur alkoholfreies Radler. Den mögen alle in der Mannschaft so wie damals den Schüler, der immer so geschnipst hat in der Schule. Und bei den Bayern beschweren sich alle, der Kader wäre zu dünn. Bei mir in der Mannschaft sind alle zu fett. Hermann! Ziehst du bitte einmal dein Trikot richtig runter? Packst du den am Bauch noch wie C-Steiner, gibt's zum Kaffee trinken Zitronenrolle. Ja, und bei Union ist jetzt im Tor der Karius. Und was ist mit Baktus? Männer! Ich komme hier vor wie beim Zahnarzt. Heute fehlen die 5, die 8 und die 11. Ja, und in Mainz, da gehen die Chaostage weiter, ne? Dem Charlay klagt jetzt gegen Mainz 05, dass er wieder in der ersten Mannschaft mittrainieren kann. Da gibt ein Gerichtstermin. Bei uns in der Mannschaft wird umgekehrt. Schreibe ich in unsere WhatsApp-Gruppe. Männer, morgen Lauftraining. Da sind meine Spieler wie unsere Trophäen im Titelschrank. Nicht da. Jens! Du rennst hier über den Platz, als wäre gerade auf dem Klo die Rolle alle gewesen. Mann! Jawohl, Männer. Super. Boah, ey, wie bei Davy Selke, ey, da wurde der Facebook-Account gehackt. Tipp an den Hacker, post mal ein Foto von Martin Hinteregger, Eintracht Frankfurt, und schreib drunter, Davy Selke, da freue ich mich immer, wenn ich gegen den spiele, weil ich weiß, ich bin besser. Oh, Männer, macht hier einer nochmal mit dem Handy auf dem Platz eine Story. Dann ist aber Geschichte. Dann glaub aber mal doch.